467, das ist nicht die aktuelle Folgenzahl, das ist auch nicht die aktuelle Punktezahl, nein, das ist einfach ein Kreis, der sich so langsam schließt. Der Kreis dieses Projekts, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2015. Das letzte Rennen der Saison, das letzte Rennen dieser sechsten Meisterschaftssaison und das vorerst letzte Rennwochenende bei F1 2015 steht an. Ja, so langsam geht's dem Ende entgegen und Zeit für Sentimentalitäten? Vielleicht. 467? Was heißt das? 467, das ist einfach die Spielstunden, die mir Steam raushaut, die ich hier in diesem Spiel verbracht haben soll. Glaube ich dem Ganzen einfach mal. Und wir sind den Punkten gar nicht mal so weit weg. Punktzahl könnten wir an sich erreichen, 467. Aber mal sehen, was auch klar ist, wir haben einen gewaltigen Rückstand auf Sebastian Vettel. Den müssen wir eigentlich noch irgendwie aufholen. 12 Punkte, bloß wie? Gute Frage, nächste Frage. Aber jetzt erstmal das Rennwochenende starten. Das wohl letzte Mal F1 2015, also wenn ich mal zurückdenke, wann habe ich mal ein älteres Spiel von Codemasters für längere, ernsthaftere Zeit gestartet, wieder gestartet. Das war nicht bei F1 2014 der Fall, nicht bei F1 2013, 12, 11 oder 10. Von daher vorerst das letzte Mal F1 2015. Über 13 lange Monate fällt mir gerade mal so ein. Immer eine Folge, jetzt mal abgesehen von zu Beginn immer nach jedem Rennen ein Tag Pause, später nur donnerstags ein Tag Pause und in dieser Saison ja immer durchgängig, jeden Tag eine Folge. Das ist schon ganz schön ordentlich und da stecken viele, viele Momente drin, aber erst einmal wird losgelegt und Regen, den werden wir wohl auch nicht mehr sehen, weil der wird hier wohl nicht stattfinden. Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen. Willkommen zum heutigen Training in Abu Dhabi. Es war ein langes Jahr, aber auch ein sehr aufregendes für die Fans, für die Fahrer und für die Teams. Was erwartet uns im heutigen Training? Da die Weltmeisterschaft bereits entschieden ist, geht es heute vor allem um die Konstrukteurswertung. Die Teams werden sich ins Zeug legen, um die Saison möglichst weit oben abzuschließen. Eine gute Platzierung ist für diese Teams schließlich eine ganze Menge Geld wert. Wie wichtig ist es für die Mechaniker und eben nicht nur für die Fahrer, einen kühlen Kopf zu bewahren? Stell dir nur mal vor, ein Wochenende an so einem Wagen zu arbeiten. Man muss sich klar machen, dass diese Wagen, sobald die Arbeiten an ihnen beendet sind, am Sonntag auch eingesetzt werden. Daher sind die von ihnen getroffenen Vorbereitungen für die Fahrer von höchster Wichtigkeit. Höchster Wichtigkeit. Gerade eben wurde die Konstrukteurswertung angesprochen, also für uns ist die gar nicht mehr so spannend. Und ja, da fällt mir gerade ein, ich habe mir gar nicht rausgeschrieben, wie die aktuellen, mehr oder weniger knappen Punktabstände zwischen Fahrern und Teams sind. Oh oh. Das Projekt geht so langsam zu Ende und ich vernachlässige sowas. Fällt mir gerade mal so auf, aber naja. Eine Sekunde, nicht mal Rückstand zu den Primes. Die Strecke ist lang, hat viele Kurven. Da sieht man einmal wieder, dass die Reifen hier gar nicht so entscheidend sind. Aber gut, ich werde erst einmal ein Setup laden, das letzte Mal laden, wenn ich mich nicht im Qualifying verdrücke, ja. Abu Dhabi, da hätten wir es gerne. Was fahre ich hier heute? Ich gehe mal auf 6-3. Der Red Bull sollte hier gegenüber Williams Vorteile haben. Weil bloß der Mittelteil dem Williams entgegenkommt, der erste Sektor und der dritte Sektor, die kommen eher Red Bull entgegen. Deswegen gehe ich mal auf 6-3. Aufs Wetter brauchen wir eigentlich gar nicht schauen. Regen gibt's nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Wobei, letzte Folgen. Da könnte Codemasters ja nochmal überraschen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Vielleicht aber auch nicht. Was ich heute im freien Training ansprechen möchte, einfach nochmal ganz kurz auf dieses Projekt zurückschauen. 13 Monate habe ich auch schon erwähnt. Ist mir kurz vor der Aufnahme so eingefallen. Mitte Juli begonnen, jetzt haben wir, ich habe Mitte August, ziemlich genau 13 Monate. Echt eine lange Zeit. Eine Zeit, die sehr schön war, auch noch sehr schön ist, aber auch ihre besonderen Momente hatte. Oder immer noch hat.
Vielleicht das letzte Mal heute gewesen, die Lenkradeinstellungen. Die Tastenbelegung. Für hier, das oder hier, das. Jeff, hallo? Bestätige. Ja, hallo, hat er bestätigt. Er hätte auch einfach Hallo sagen können, aber er sagt, bestätige. Ja genau, das gibt's vielleicht gar nicht mehr, oder wird's F1 2016 noch schlimmer? Oh Gott. Wer weiß, was sich da Codemasters hat einfallen lassen. Was sie da für Entwicklungszeit reingesteckt haben, das war abkürzen. Wer weiß das schon? Angefangen hat dieses Projekt einfach mit einer sehr schwammigen Fahrweise mit Plattfüßen, ja. Weil die Fahrphysik war wieder mal eine neue, groß geübt habe ich nicht. Groß üben werde ich auch für F1 2016 nicht, weil, nö, finde ich wieder zusammen mit euch heraus. Und dann dieses sehr seltsame Bremsverhalten, was ziemlich für die Füße ist, aber egal. Daran habe ich mich mittlerweile doch ganz gut abgefunden, dran gewöhnt. Vielleicht wird F1 2016 dahingehend wieder so, wie es sein soll. Dann muss ich mich wieder komplett umgewöhnen. Naja, mal sehen. Aber was stecken hier für Momente drin? Ein Moment, der mir sofort einfällt, abgesehen von dem interessanten Start mit dem McLaren Honda. Fällt mir auf jeden Fall das Regenrennen. Das erste Regenrennen in Österreich ein mit dem McLaren Honda. Das lief überraschend gut, fand ich. Dann die erste Punktefahrt in Singapur, aber davor noch dieses schöne Duell mit Meri in Ungarn im McLaren. Ja, das zum Beispiel, das schöne Duell mit Verstappen in Mexiko. Zweite Saison mit dem Toro Rosso. Da fällt mir ganz besonders ein, Brasilien. Dankeschön und lass mich in Ruhe. Ist angekommen, bestätige. Was mir mit dem Toro Rosso so auf Anhieb einfällt, einerseits Monza. Nee, Quatsch, nicht mit dem Toro Rosso. Einerseits Brasilien. Und hatte ich nicht gerade eben noch was anderes gesagt? Also Brasilien, was war da? Auf den falschen Reifen unterwegs. Das ist eigentlich gar keine so tolle Erinnerung. Aber ja, mit dem Toro Rosso ist mir gar nicht so verhängen geblieben. Jetzt auf Anhieb, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Mit dem Force India schon wieder eher. Mit dem Force India, ja. Wobei, mir fällt gerade ein, Toro Rosso erstes Rennen. Da hat mich Perez weggehauen, weil ich gerade an Force India gedacht habe. An die Force India Saison, was war da so besonders? Da war besonders das... Hoppala, schon wieder der Randstein. Mit dem Force India war zum Beispiel Kanada ganz besonders. Das Qualifying verhauen, weil uns da ein Sauber ist, war doch Ericsson, ne? Ericsson, weil er uns da eine gute Startplatzierung gekostet hat, als es dann angefangen hat zu regnen, wo wir dann keine Möglichkeit mehr hatten, eine bessere Runde zu drehen. Oder auch das Regenrennen. Was mache ich denn gerade? Fünfter Gang? Das Regenrennen in Belgien. Die fast beinahe Pole in Monza. Und mit dem Toro Rosso, mit dem großen Toro Rosso, mit der großen Schwester, mit Red Bull, das erste Rennen. Direkt nach dem ersten Boxenstopp in Australien was verkackt und dann gegen Ende. Das war mit dem Ferrari. Das war mit dem Ferrari, als uns da Daniel Ricciardo gedreht hat. Da war ich auch schon wieder eine Saison zu weit. Ja, mit dem Red Bull gibt es auch so einige Momente. Eben angesprochen, Australien. Ein sehr verheißungsvolles erstes Rennen. Dann wurde jetzt nicht so viel draus. Was machst du denn? Der angesprochene Red Bull. Was macht denn der da? Folgt mich doch. Boah. Jetzt kommt er vorbei. Eieiei. Moment. Stehen bleiben. So, ihr dürft weiter vorbeifahren. Bis jetzt. Wo war ich stehen geblieben? Mit dem Red Bull.
Ja, die erste Legendensaison auf jeden Fall. Viele schwierige Rennen. Boah, jetzt sind die Reifen nicht auf Temperatur. Eieiei. Fünfte Saison mit Ferrari. Was da ganz klar in Erinnerung bleibt, ist das Rennen in Spanien. Die erste Podestplatzierung, ganz klar. Oder auch dann noch besonders hier in dieser Saison. Der erste Sieg in Österreich. Der war fein. Oder auch der Sieg in Monza. Gut, der war vergleichsweise einfach. Aber viele, viele Momente habe ich jetzt auch einige ausgelassen. Ganz besonders jetzt gerade eben bei Red Bull oder auch bei Toro Rosso. Da habt ihr vielleicht auch so eure Momente. Aber da gibt es so einige Momente, die ich wohl eher später als früher vergessen werde. Wenn überhaupt. Aber so ist es nun mal. Da schließt sich einfach ein Kreis. Es war bisher ein tolles Projekt und würde es den Nachfolger nicht geben, würde dieses Projekt auch noch weiterlaufen. Aber F1 2016 macht vielleicht das richtig, was F1 2015 auf jeden Fall falsch macht. Und F1 2016 baut vielleicht darauf auf, was F1 2015 schon sehr gut kann. Boah, was war ich gerade von Mucks zusammen? Aber naja, ich will gar nicht mehr so viel ins Quatschen kommen. Vielleicht zu verteilt mal, währenddessen mir beim Fahren was einfällt, ganz besonders eben. Aber ich will das Rennwochenende hier nochmal ernst angehen, ganz klar. Wir haben zwar ordentlich Punkte Rückstand auf Vettel, Russland sei Dank, aber ich habe sie auch in Mexiko verschmissen und ich war ja auch in Brasilien. Selbst schuld, dass es letztendlich vielleicht bloß der dritte Platz war. Gut, Vettel da zu halten wäre auch so oder so sehr schwierig geworden. Dafür war er ganz schön schnell. Aber auch ansonsten, ich hatte eben die Möglichkeit in Mexiko und auch in anderen Rennen das Ruder hier umzureißen. Und wer weiß, was in diesem Rennen noch so passiert, von daher ist es noch möglich und deswegen wird einfach alles gegeben. Wenn direkt hinter Vettel, naja, dann wird es wohl zu wenig sein, aber ich hänge mich hier voll rein. Ab nächste Runde. 13 lange Monate. Ah, was kommt da unten an? Einer aus der Box. Mein bisher längstes Projekt auf dem Kanal. Über 300 Folgen. Hallo. Das kann sich schon sehen lassen. Und ihr schaut den Spaß ja auch noch. Was ich mir gerade so überlege, wann kommt das Rennen ja eigentlich für euch heraus? Also dieses Rennwochenende. Heute müsste für euch, ja, ich habe heute auf meiner Kanal-Hauptseite auf dem Dashboard gesehen, letzte Kurve in Austin, also das Freitraining, freies Training für Austin, was macht denn der da? Freies Training in Austin ist für euch heute rausgekommen, heute ist Freitag der 13-1. Also, seht ihr am Freitag, habe ich gerade Freitag gesagt, morgen ist Freitag der 13-1. Heute ist Donnerstag der 11. Eieiei. Heute ist Donnerstag, am Freitag dann Qualifying Austin. Rennen am Samstag, Montag, Mexiko 1. Am Mittwoch Mexiko 3, also das Rennen. Dann kommt Brasilien Do raus. Fr, das Qualifying. Sa, das Rennen. So, Mo und dann die am Dienstag. Am Dienstag, nachdem F1 2016 erschienen ist, kommt für euch, wenn ich jetzt nicht verkehrt liege, das Rennen in Abu Dhabi bei F1 2015. Ich muss sagen, zu F1 2016 habe ich mir immer noch gar keine Gedanken gemacht. Das kommt vielleicht morgen. Am Freitag eine Woche vor Release. Vielleicht morgen in der Badewanne. Wer weiß. Weiß ich noch nicht. Aber ich habe ja noch genug zu tun. Genug mit diesem Spiel. Ich habe noch eine Saison vor mir. Die hier. Den Rest eben. Um genau zu sein, 3/57. Und umgerechnet ein Neunzehntel.
Was heißt eigentlich umgerechnet gekürzt? So, ich werde jetzt mal fett fahren. Runde 7 oder Runde 8 fahre ich dann rein. Und ziehe mir die Options auf. Gewissermaßen ist Abu Dhabi ja auch ein Heimspiel für Ferrari. Immerhin ist hier die knallrote Ferrari-Welt. Hinter dem ersten Sektor. Da hinten bin ich für einen McLaren zu langsam. Da hat der Reifen am Boden nicht geraucht. Na, etwas zu spät den Scheitelpunkt erwischt. Beziehungsweise verpasst. Ist der jetzt reingefahren? Nein, ist er nicht. Juhu, nicht mehr letzter. Mit den Options kann ich da dann wahrscheinlich auch wieder den vierten Gang nehmen. So, hier kurz gelupft, weil hier will ich nicht abfliegen. Ich habe den Wagen in dieser Saison schon einmal abstellen müssen im Rennen. In Russland leider. Hier ein Knackpunkt, da kommt die Konkurrenz verdammt gut raus. Ich bin hier mal selbst gespannt, wie F1 2016 so wird. Ja klar, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe mir auch nicht so viel angeschaut vorher. Was ich mir angeschaut habe, waren halt die Trailer bei F1 Games from Codemasters auf ihrem YouTube-Kanal. Das habe ich mir angeschaut. Das sind einfach ein paar schöne Bilder. Schaut ja ganz schick aus. Und ansonsten, ja, weiß ich Bescheid über Einführungsrunde, manuelle Starts. Fahrzeugentwicklung ist sowieso schon länger klar. Aber die ganzen Details, die will ich einfach selbst herausfinden. Deswegen würde ich mir auch gar nicht vorab irgendwas Großartiges anschauen. Das will ich einfach selbst herausfinden. Ah, komm wieder zu weit raus. Die Runde ist ja auch schon ungültig. So, fährst du jetzt vorbei? Nö, fährst du nicht. Du fährst in uns rein. Und die Nase ist leicht angeschlagen, ja? Sah jetzt so aus. Doch nicht der Fall. Ich habe erst im ersten Moment gedacht, da vorne rechts ist was weggeflogen. War dann wohl nicht der Fall. Na gut. Runde 7 ist mittlerweile erreicht. Mal schauen, wie lange ich noch fahre. Etwas zu spät der zweite Gang, den ich da eingelegt habe. Keine Sterbenswolke am Himmel. Ist jetzt nicht gerade überraschend, aber das wäre es echt noch. In der letzten Folge dann Regen bei F1 2015 in Abu Dhabi. Das wäre ja echt ein Highlight. Auch was ich dann wohl so schnell nicht mehr vergessen werde. Was ich gerade eben wieder reinbekomme. Ein sehr schöner Moment mit dem Red Bull. Das Rennen in Brasilien. Das war richtig geil. Das vielleicht schönste Rennen, wie ich empfand. Auch Kanada mit dem Force India fand ich sehr schön. Hätte ich beinahe unterschlagen. Ich komme die Runde rein. Und dann fahren wir die Options nach Haus. Bin mal gespannt, ob es hier hinten wieder irgendwas geben wird im Rennen. Irgendwas geben? Ja, was denn? Dass zum Beispiel ein langsames Fahrzeug gerade auf dem Weg in die Box ist und dann kommt ein schnelleres Fahrzeug von hinten an und
fährt sich dann selbst noch kaputt. Plopp. Aber das Saisonfinale hatten wir bisher mal so ein richtig spannendes Saisonfinale. Hier. 5 Anläufe haben wir schon hinter uns. Ich meine, nein. Klar, also bei einigen gab es ja schon was, worum es noch um was ging. Vor allem, es geht ja überhaupt um irgendwas, ne? Denn ich habe bisher noch gar keinen Punkt in Abu Dhabi geholt, fällt mir gerade mal so ein. In der ersten Saison nein, im Toro Rosso auf jeden Fall auch nein, im Force India nein, da habe ich sie weggeschmissen gegen... War das schon gegen Grosjean? Ich meine ja. Mit dem Red Bull wurde es auch nichts und letzte Saison auch nicht. Hm. Dann gib mal her die Reifenauswahl. Über 1¼ Sekunde schon. Na dann. Ich will gar nicht weiter hier herum eiern. Ich will rausfahren. Gibt noch so viele Runden, die wir eigentlich mitnehmen müssen. Die ich auch bitter nötig habe. Ich hing ja sowieso hinter meinem Teamkollegen auf dieser Strecke. Kommt da hinten an. Ein Lärmmacher, der jetzt abbiegt. Oh, halt, Flasche. Muss noch weg. Kann's losgehen. Die Temperaturanzeige werde ich jetzt wieder offen lassen. Einfach, um das einfach wieder zu vermitteln. Zweimal einfach in einen Satz, das passt einfach. Jetzt habe ich den zweiten Gang komplett vergessen. Da hinten kommt wieder jemand an. Sieht nach Mercedes aus auf den ersten Blick. Was wird denn das? Wir haben es gesehen, der fährt noch auf den gelb markierten. Von daher haben wir ja schon einen Vorteil. Einen Traktions- und überhaupt Grip-Vorteil. Hier will ich an sich im dritten Gang bleiben. Boah, Randstein, hallo. Fahr mal vorbei. Also ich meine den Randstein, nicht den Mercedes. Wenn das da außen probieren, wird nix. Stimmt, mit dem Red Bull bin ich doch dagegen geknallt. Da war doch was. Fahr mal vorbei, ich will dir eigentlich zugucken. Ah ja, ungültige Runde. Lewis Hamilton. So, nächste Runde geht los. Mal schauen, ob er uns jetzt davon fährt. Das wär's, ja. Im ersten Sektor werde ich auf jeden Fall wieder was gut machen. Wenn ich dann erstmal so richtig reingekommen bin. Das war etwas zu früh, der zweite Gang. Deswegen bin ich da zu sehr auf den Randstein gekommen. Bisher bin ich viel zu langsam, weil der Mercedes auf seinen Primes schneller ist als wir. Und hier holen wir wieder massiv auf. Jetzt habe ich wieder abgekürzt. Aber die Rundenzeit ist sowieso schon annulliert worden. Auch hier bremsen die wieder eher. Das war jetzt bewusst der zweite Gang, weil ich da zu spät auf der Bremse war. Und hier habe ich ja im Rennen später in der letzten Saison gemerkt, ja, der zweite Gang ist doch gar nicht so verkehrt. Bin ich zu schnell rein? Hier unterm Hotel ist es ziemlich knifflig. Da die Linie nicht gefunden, zu sehr auf dem Randstein. Schon verlierst du etliche Zehntel.
Jo, alles verbessert. Also an sich ist der dritte Gang der Quatsch. Mit den Reifen auf jeden Fall. Das war jetzt ganz gut runtergeschalten. Oh, Heck kommt rum. Ich überlege gerade, ja, Regen in Abu Dhabi hatten wir doch schon mal. Als es noch den Young Drivers Test gab. Ja. Stimmt. Da war der Himmel strahlend blau. Ups. Und für diese kleine Einführung, wo man dann, je nachdem wie man da abgeschnitten hat, sein Team bestimmen konnte, wo man startet in der Karriere, also bei Fahren 2013 noch, da musste man unter anderem auch mal bei Vollregen, bei pitchnasser Fahrbahn, bei den sogenannten Full Wets, hier in Abu Dhabi fahren. Das fand ich damals sehr eigenartig. Ja, das kommt gerade wieder hoch. Zu spät hier links rein. Meine Linie habe ich zwar noch ganz gut gefunden da unterm Hotel, aber es war auf jeden Fall arg langsam. Sogar für meine Verhältnisse. Da sagt das Spiel jetzt nichts, okay. Und der Hamilton ist weiter davon gezogen. Und die Zeit ist immer noch leicht verfälscht, weil die noch auf den Primes unterwegs sind. Ich muss ja sagen, in Abu Dhabi gefällt mir noch am besten der erste Sektor, aber der endet hier schon. Im ersten Sektor bekommt man so ein kleines Gefühl von zum Beispiel Austin oder Suzuka bzw. Silverstone. Und natürlich die Rechtskurve hinten vom Hotel. Aber die war mal besser zu fahren. Die hat mir zum Beispiel bei F1 2014 noch mehr Spaß gemacht. Dafür macht mir bei F1 2015 Ungarn mehr Spaß. Ist halt wohl so eine Eigenart des Spiels, weil die Fahrphysik anders ist. Kann man annehmen. Ist doch mal hier der zweite Gang. Da muss ich bloß bedeutend vorsichtiger mit dem Gas sein. Die letzten 5 Minuten sind schon. Das Freidrehen ging wieder mal viel zu schnell vorbei, finde ich. Hat soweit alles gepasst? Alles soweit auch gewollt? Ja, sowas. Es war nicht gut, dass der Reifen da stehen geblieben ist. Gibt aber keine Verbesserung. Fahre ich eigentlich auf Fett? Ja. Ah, und dennoch. Verbesserung im ersten Sektor. Habe ich die erste Kurve abgekürzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Strecke irgendwie verlassen. Da habe ich mich gerade auf die Benzinanzeige konzentriert, die ich überschalten habe. Ja, so langsam wird's düster. So langsam geht die Sonne hier unter. Das war jetzt verdammt spät gebremst. Oh, Kurve gerade noch so bekommen. Auf der Strecke. Wieder leicht verhauen. Man sieht sie auch wieder wunderbar, die Vorderreifen haben Übertemperatur. Und das macht es dann vor allen Dingen bei schnellen, kleineren Kurven wieder umso schwieriger, da durchzukommen.
Na, komm wieder zu weit raus. Was macht der hinter mir eigentlich? Ach, der ist noch weit genug weg. Bisher sind wir immer noch Sechster. Ja, wenn der dritte Gang da, dann sehr spät. Bei der ersten Kurve. So langsam wird's was mit den Rundenzeiten. Aber wir sind immer noch Sechster, diesen bisher. Jetzt geht's los, jetzt purzeln wir. Nicht schneller gefahren, wollte ich sagen. Ab auf die 8. Ich nehme an, der zweite Sektor wird jetzt auch grün sein, denn so schlecht hat er sich jetzt gar nicht angefühlt. Aber das muss sehr bekanntermaßen nichts heißen. Dafür habe ich sie verhauen. Boah. Fand das Spiel jetzt in Ordnung, dass ich da so rausgenommen habe? Fand ich im Übrigen auch. Von mir. Eine Runde fahren wir gleich noch. Das war jetzt etwas übersteuern. Scheitelpunkt wieder leicht verpasst. Aber die Rundenzeit ist dennoch besser geworden, okay. Sollte wieder grün werden. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Genau dann wird es nämlich rot. Auch nichts Ungewöhnliches, dass ich da den Hinterreifen so fliegen lasse, die Hinterreifen. Weil das ist im Spiel gar nicht mal so schlimm. Da bekommen die Dinger einfach optimale Temperatur. Und wenn man das eben soweit kontrollieren kann, ist das eine ziemlich schnelle Möglichkeit zu fahren. Ist mir damals eben im Megalen Honda in Österreich aufgefallen. Da gibt es einen Punkt, da quietschen die Reifen, da hast du aber an sich eine verdammt gute Traktion. Wenn du es eben genau triffst und kontrollieren kannst, triffst, ne? Schädelpunkt, Bremspunkt treffen. So, das Freitraining ist abgesagt worden, weil fertig. Ich muss gestehen, das war wieder sehr knapp an der Leitplanke. Und die Nase noch angefahren. Jetzt fahre ich es aber durch. Den Luftzug hört man wieder. Der ist rot, oder? Ja. Möchtest du noch vorbei? Wirst du uns hier wieder rauskegeln, wer immer das ist? Oh, der Schatten kommt wieder. Stimmt, da war ja auch was. Der Schatten hier gegen Ende. Gegen Ende des freien Trainings. Oh Gott, da wird sich verbremst. Bei Mercedes am Ende des Trainings die Fahrer auf den Plätzen 1 und 2. Die sind wieder auf den Primes gefahren, die ersten vier. Dann sind wir der Zweitbeste auf den Options. Also Punkte hinter Hülkenberg sind dann grundsätzlich drin, aber sollten sie sowieso. Aber da muss ich einfach schauen, dass ich den Wagen zusammen behalte, weil ansonsten sollte es keine Probleme geben, hier zu punkten. Eigentlich sollte ich ja, wenn überhaupt, dann minimal hinter Vettel sein, ist ja eigentlich das Ziel. Aber wir haben ja sowieso einen Punkt Rückstand. Dennoch, oh, einmal Achtung, ansonsten ungültige Rundenzeit. Nun gut. Mein Trainingsprogramm habe ich im Lauf dieses Projekts auch ständig mal geändert, einfach danach, was ich für richtig hielt.
Klar, gegen Ende des Projekts, also in der zweiten Hälfte, ging es eher darum, mit den härteren Reifen reinzukommen und sich stetig zu steigern. Wenn ich dann noch an die erste Saison denke, war das ein Herantasten an, wie viel einlenken. Das Einlenken, das war bei F1 2014 auch anders, aber es ändert sich immer wieder einiges, überall. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.